Die Stadt Aarhus in der Gemeinde Christianstad liegt am Fluss Helgeå im nordwestlichen Teil der Provinz Skåne. Die Geschichte von Aarhus geht bis ins Jahr 1252 zurück. Die Stadt war im Mittelalter ein bedeutender Handelsplatz in Dänemark. Eigentlich erhielt Aarhus erst 1326 das Stadtrecht, doch die Stadtschreiber betrachten 1149 als das Jahr der Anerkennung, da Erzbischof Eskil die Stadt in diesem Jahr zugesprochen erhielt. Zur Zeit der Reformation verlor Aarhus wieder an Bedeutung und wurde mehrfach geplündert. Der Tiefpunkt war erreicht, als Aarhus 1617 nach dem Kalmarkrieg die Stadtrechte zugunsten von Kristianstad verlor. 1658, durch den Friedensvertrag von Roskilde, fiel das bisher dänische Schonen und damit auch Aarhus an Schweden. Erst 1929 erhielt Aarhus wieder den Status einer Kleinstadt zugesprochen, in der heute ca. 10.000 Einwohner leben. Lange Sandstrände, ein mittelalterlicher Ortskern und die Gastfreundschaft der Schweden machen Aarhus heute attraktiv für viele Besucher. Begleiten Sie uns doch auf einem Streifzug durch die Stadt, der am Marktplatz seinen Ausgangspunkt hat. In jeder mittelalterlichen Stadt liegt das Rathaus am Marktplatz, so auch in Aarhus. Ob das heutige Museum einst das Rathaus war, ist nicht eindeutig geklärt. Sicher ist jedoch, dass der Mitteltrakt des Museums Teil eines Ziegelgebäudes aus dem 14. Jahrhundert ist. Im Jahr 1431 taucht in Schriften zum ersten Mal der Begriff Rathaus auf. Auf jeden Fall ist das heutige Museum einen Besuch wert, um sich die Geschichte von Aarhus und verschiedene Ausstellungen zu Gemüte zu führen. Oberhalb des Marktplatzes entstand in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts die Marienkirche. Bis hinein ins 17. Jahrhundert war der Marktplatz wesentlich größer als der heutige. Im 13. Jahrhundert wurde die Kirche mehrmals umgebaut und erweitert, wobei der Dom von Lund als Vorbild diente. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfuhr die Kirche eine umfangreiche Renovierung. Besonders sehenswert ist das Altarbild aus dem Jahr 1636. Es gilt als eines der schönsten des Landes. . 1931 wurde im Otto-Ohls-Haus ein Café eröffnet. Dieses Gebäude war eines der beiden zweigeschossigen Häuser, die es im 19. Jahrhundert in Aarhus gab. Es wurde 1799 von einem Zollkontrollanten erbaut. 1687 wurde eine Hafenzollstelle ins Leben gerufen, um die Zolljagd zu intensivieren. Die dazu benötigten Beamten bezogen standesgemäße Häuser am Marktplatz. Heute befindet sich im Otto-Ohls-Haus noch immer eine Bäckerei, wie man am aushängenden Zunftzeichen erkennen kann. Die beiden Räume der Königsstube gehörten einst zu einem Gästetrakt eines Anwesens aus den Anfängen des 17. Jahrhunderts. Dieses Gebäude wurde später dem Pfarrhof zugeteilt. Der Name Kungsstugan gründet sich auf eine vom Volksmund überlieferte Geschichte, wonach der schwedische König Karl XI. Vor den gefürchteten Dänen gerettet wurde. Die Dänen jagten den König und erfuhren, dass er im Pfarrhof untergebracht war und umzingelten das Gebäude. Entschlossene Priester versteckte indessen den König über der Schornsteinklappe, so dass dieser den Dänen entkam. Die Deckenmalereien in der Stube sind eine der am besten bewahrten Beispiele bürgerlicher Renaissancekunst. Die Reste dieses Gebäudes stammen von einer Kapelle, die einst zu dem 1525 gegründeten Hospital St. Anna gehörte. Das Hospital war eine Barmherzigkeitsstiftung mit Kapelle, Krankenhaus, Altersheim und Herberge für Reisende und Pilger. Die Stiftung musste sich unentgeltlich der Kranken und Armen annehmen. Gründer war der Däne Klaus Denne. 1569 fielen die Kapelle St. Anna und das Hospital einem Brand zum Opfer, wurden jedoch wieder aufgebaut. Zum letzten Mal erwähnt wurde das Hospital im Jahr 1625, als man zur Schließung gezwungen war, nachdem Aarhus die Stadtrechte aberkannt wurden.
Mitte des 20. Jahrhunderts wurden südlich von Refhaken in 3 Meter Tiefe die Reste eines Schiffes entdeckt, das mit Steinsarkophagen beladen war. Das Wrack ist noch heute bei niedrigem Wasserstand zu sehen. 1958 wurde dieser Sarkophag geborgen. Er war mit seinen 7 bis 8 Tonnen der schwerste. Nach der Bergung wurde er im Reinigungswerk der Schnapsfabrik gereinigt und in der Kapellenruine St. Anna aufgestellt. Natürlich sind zahlreiche Gerüchte über diesen Sarkophag im Umlauf. Am 17. November 1906 wurde die Schnapsfabrik mit ihrem 40 Meter hohen Schornstein ihre Bestimmung übergeben. Angeregt von der architektonischen Ähnlichkeit des 27 Meter hohen Glockenturmes der Marienkirche, sprach man in Aarhus bald von der Schnapskirche. Die Bewohner von Aarhus sind nach wie vor sehr stolz auf ihre Schnapskirche. Nicht nur wegen des Gebäudes, sondern auch wegen der Entwicklung des Unternehmens von der drohenden Stilllegung in den 70er Jahren zum fantastischen weltweiten Erfolg des Produktes Absolut Wodka. Das Schloss Aarhus entstand Mitte des 12. Jahrhunderts. Bauherr war der Erzbischof Eskil. Das Schloss lag umgeben von einem wassergefüllten Graben mit Zugang über eine Zugbrücke. 1569 nahm Herzog Karl Aarhus ein und zerstörte das Schloss, das daraufhin nie wieder aufgebaut wurde. Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Reste des Schlosses aus dem Flugsand der Jahrhunderte hervorgegraben. Das Schloss war einst 30 Meter lang, 10 Meter breit und hatte mindestens 2 Stockwerke. Musik. 1243 errichtete Erzbischof Uffe Thurgotzen ein Dominikanerkloster, das sich rasch zu einem der bedeutendsten Lehranstalten des Nordens entwickelte. Vermutlich umschloss das Klostergebäude einen Hof, der sich bis zum Fluss hinab erstreckte. Die Reformation im 16. Jahrhundert setzte der Geschichte des Klosters ein Ende. In Aarhus wurde das Kloster dem Staat zugeteilt und allmählich als Aarhusgard bezeichnet. Im 17. Jahrhundert begann der Verfall des Gebäudes, von dem heute nur noch eine Ziegelmauer übrig ist. Der Hafen spielt seit jeher eine wichtige Rolle in der Geschichte von Aarhus. 1847 wurde damit begonnen, einen richtigen Hafen anzulegen. Der erste Dampfer, der den Kanal befuhr, hieß Christian IV. Und beförderte Passagiere zwischen Aarhus und Kristianstad. Die heutige Bedeutung des Hafens als Umschlagplatz ist zwar begrenzt, aber der Freizeit- und Gästehafen spielt eine große Rolle für den Fremdenverkehr. Die Hafenpromenade ist im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel mit einer Reihe von Restaurants. Der Gasthof Aarhus Gästgevergård wurde 1737 erbaut. Aber bereits Ende des 17. Jahrhunderts gab es einen Gasthof in Aarhus, man weiß nur nicht sicher, wo er lag. Einem königlichen Erlass zufolge durfte die Entfernung zwischen den Gasthöfen in Skåne nicht größer als 20 Kilometer sein. Das heutige Hauptgebäude entstand Mitte des 19. Jahrhunderts, während das Restaurantgebäude aus der Zeit gegen Ende des 18. Jahrhunderts stammt. Aarhus Gästgevergård ist seit jeher berühmt für seine leckeren Aalgerichte.
1908 wurde eine Schwungradbrücke zur Espetseite von Aarhus gebaut. Zuvor gab es eine Fähre zum Übersetzen von Fahrzeugen und Personen. Die Benutzung der Brücke kostete Geld. Auch ein Brückenwärterhäuschen war vorhanden. Dort wurde die Gebühr erhoben, die im ersten Jahr 5 Euro für Hin- und Rückfahrt betrug. Der Brückenwärter war während des Anfangs des 20. Jahrhunderts im Einsatz. Heute wird die Brücke nur noch von Fußgängern und Radfahrern benutzt. Westlich davon wurde eine neue Brücke gebaut. Schon im Mittelalter waren in Aarhus Seiler tätig. Aufgrund veränderter Fischereiverhältnisse in der Hanöbucht sah sich die Seilerei gezwungen, den Betrieb einzustellen. Es war die letzte Seilerei ihrer Art im Lande. Direkt daneben liegt eine ehemalige Tabakscheune. Auch sie ist ein Überbleibsel aus einer Zeit, in der es etwa 100 Tabakplantagen in der Umgebung gab. Heute stehen die Seilerei und die Tabakscheune unter Verwaltung des Heimatvereins St. Anna Gille. Dort gibt es auch ein Museum mit einer Tabakplantage im Kleinformat. Dieses Familienanwesen stammt aus dem 18. Jahrhundert. Sein heutiges Aussehen erhielt der Hof jedoch gegen Mitte des 19. Jahrhunderts. Der letzte Besitzer hieß zwar Anders Andersson, aber der Name des Anwesens stammt von dessen Vater Anders Håkansson. Verwaltet wird der Hof heute vom Heimatverein St. Annas Gille und dient als Heimatmuseum mit öffentlichen Führungen im Sommer. Im 15. Jahrhundert wurde die Stadt Aarhus mit einer Stadtmauer und einem mehrere Stockwerke hohen Turm mit Zugbrücke befestigt. Noch heute heißt der Ort Westerpoort, das Westtor. Von der Anlage sind heute nur noch Reste der Stadtmauer zu sehen. Nach der Stadtmauer von Visby gilt diese Mauer als die bestbewahrte mittelalterliche Stadtmauer des Landes.